Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy 2. Yeah! So, wir sind in Welt 3. Da haben wir einen Stern im Moment. Hier können wir nichts mehr machen im Moment. Und das war jetzt zweimal im Moment in einem Satz. Yeah! Und das bedeutet, wir müssen hier rein. Aber wir haben hier ein paar Möglichkeiten. 28 Sterne braucht man hierfür. Hier können wir hin. Hier haben wir einen Stern. Und da wir hier schon angefangen haben, würde ich sagen, machen wir das doch mal weiter und den zweiten Stern. Da muss ich jetzt auch nicht auf die Commitments achten. Die große Baumrutsche. Ah, nein. Ich habe es im letzten Part schon angesprochen, bei dem ersten Stern, dass das eventuell diese Rutsche ist. Ja, das ist die. Aber ich glaube, hier ist das noch kein Problem. Oder noch kein großes Problem. Allerdings gibt es hier auch dann einen grünen Stern, den ich natürlich jetzt noch nicht sammeln kann. Und der ist, glaube ich, schwerer zu bekommen, weil ich da Münzen während der Fahrt einsammeln muss. Das ist auch, das kommt dann auch öfters vor. Grünsterne muss man dann eine bestimmte Anzahl von lila Münzen sammeln. Aber das seht ihr dann noch. Und das ist echt stressig. Das war auch so ein Stern, wo ich mich dann immer aufgeregt habe. Also hier denke ich, wird das noch kein Problem sein. So, dass es auch ein bisschen verändert. Hier waren wir ja schon. Allerdings brauchen wir da keinen Yoshi mehr. So, dann rutschen wir mal. Rutsche schnell. Keine Angst. Ja, Angst habe ich nicht, aber Respekt habe ich. Hallo Baumstamm. Rote Dorn nicht berühren. Das macht Sinn. Wir schauen. Was schaut ihr denn? YouTube. Tapfer sein mit Anlauf. Mit Anlauf, okay. Bart! So, hier ist mir jetzt egal, was ich hier einsammle. Ich gehe manchmal drauf. Fuck, das war natürlich nicht gut. Aber wenn ich jetzt hier viele Münzen und Sterne oder hier die Ballons verpasse, ist das nicht so schlimm. Ich will hier nur durch. Allerdings, wenn die es mir einfach machen, dann hole ich die. Aus dem Ballons kommen Sternteile raus, das habt ihr gerade gesehen. Da scheiße ich jetzt drauf, das ist mir zu... fuck, ich hätte springen müssen. Warum bin ich nicht gesprungen, ich Idiot? Fuck, egal. Hier könnte man immer ein Leben einsammeln. Dann, wenn man nochmal danach verreckt, dann ist das nicht so schlimm. Dann kann man nicht Game Over gehen. Allerdings sammle ich die nicht direkt, so hier jetzt auch springen. Also die sammle ich nicht immer, natürlich, habt ihr ja eben gesehen. Da habe ich auch nicht gesammelt. Jetzt gehe ich aber mal drauf. Zack, so macht man das. Im Hause Guna, yeah, toll, nur ein Leben eingesammelt. Boah, ich bin der Größte. Unfassbar. Verpiss dich, Stachy. So, jetzt hier gleich springen. So, hier, genau. Das Leben ist jetzt egal. Nein, nein, nein. Oh, fuck, da muss ich, das ist klar, dass ich da mehrere Anläufe brauche. Leben habe ich im Moment noch genug. Ich stelle mich aber hier wieder an. Das ist unfassbar. Also da muss ich nach links rutschen in dem Kreisel, weil wenn ich mich nicht drehe, fliege ich ins Aus auf jeden Fall. Aber wenn man die Rutsche ein paar Mal gemacht hat, dann kommt man gut durch, weil man merkt sich ja die Stellen. Fuck, das Leben nicht bekommen, egal. Ich drehe meinen Kopf hier mit der Bahn, wenn ich schief rutsche, also wenn ich mich drehe. Sieht lustig aus, könnt ihr aber leider nicht sehen. So, wie war das jetzt hier? Nach links, ne? Ah ja, genau, da. Aber es wird noch schwerer, es wird noch schwerer. Wow, mein Kopf. Oh, das war knapp, das hat aber noch gereicht. Wie gleisen die, glaub ich, ja. Oh, wow, wow. Ah, das war auch so eine dumme Stelle. Aber ich hab's gemeistert. Oh, das war wieder knapp. Ich muss mich halt total konzentrieren. Nein, nein, nein. Du Scheißvieh. Ah, wie kommt man denn da durch? Wäre ich durchgekommen, wenn ich nicht gesprungen wäre? Fuck. Boom, ja. Wollte gerade sagen, boah, schon 5 Minuten fast. Aber so lange ist das nun auch wieder nicht. Bei manchen Sternen habe ich ja schon damit gerechnet, dass das viel länger geht und dass ich in einem Part manchmal nur einen Stern bekomme.
Besonders am Schluss die grünen Sterne. Ich glaube, in einem Part habe ich auch einmal nur eine Münze einen Stern eingesammelt. Egal. Wir haben ja Zeit, ich habe keinen Zeitdruck. Muss ja nicht eine bestimmte Anzahl von Parts liefern. Kann das ja machen, wie ich will. Oh, hier nach links. So. Dann kommt gleich wieder die dumme Stelle mit den Blumen da. Wo im Weg sind. Nein, 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 nein. Da, genau. Das nehme ich. Okay, so schwer ist es nicht, aber da weiß ich noch, da habe ich mich sehr oft aufgeregt. So, wie geht das jetzt hier? Kann ich auch bremsen? Nein, nein, jetzt bin ich tot, weil ich einmal zu viel getroffen worden bin. Ich hasse es, wenn ich alles tausendmal machen muss. Ja, dann machen wir es wieder. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Gut, wobei, wir können ja in andere Sterne da Zwischenzeit holen, aber das mache ich sehr ungerne. Als wenn ich dann schon mal eins angefangen habe, eine Galaxie oder einen Stern, dann möchte ich den auch haben, sonst wird es auch zu durcheinander in der Aufnahme oder im Projekt, wenn ich hin und her gehe. Aber das der größte, ich habe den Faden verloren, das würde mich am meisten stressen. Also das größte Problem wäre, dass ich mich am meisten stressen würde, dass ich den Stern nicht bekommen habe. So, jetzt haben wir es. Hat wieder sehr lange gedauert, das kommt bei mir sehr oft vor, das wisst ihr. Dass ich mich mal manchmal verhedder, verbabble, wie man hier schon so schön sagt bei uns. Nein, nein, jetzt bin ich... Nein, wie kommt... Kann man irgendwie bremsen? Habe ich das eben schon gefragt? Mich selbst? Oder den... das Spiel gefragt? Ich weiß nicht, ich probiere das jetzt hier mal aus. Nee, ich kann nicht bremsen. Hä, wie soll ich denn... Wie soll ich denn da durchkommen? Fuck, an dieser Stelle kann ich mich gar nicht mehr erinnern, dass sie... Das ist ganz am Ende. Ich brauche aber jetzt langsam wieder Leben. Ja, perfekt. Die letzten... Warum muss die auch ganz hinten sein? Das ist aber natürlich klar, dass schwierige Stellen hinten sind. Das Leben, da bekomme ich nie. Aber darauf gehe ich auch nicht. So. Die sind auch kein Problem. Drei da. Aber die am Schluss. Die sind ein großes Problem für mich. Das ist auch kein Problem. Was habe ich denn eben für einen Scheiß gelabert? Da wird die Stelle, ne? Ja. Oh, ich bin durch. Nein, nein. Ich bin durch, ich bin durch. Ich bin durch, ich bin durch. Seht, ihr habt es gesehen. Ganz am Schluss war das. Mut. Was? Mut-Symbol, deins. Wo denn? Jetzt sicher. Du mutig, was denn das für ein Deutsch? Du würdig, mutig wie Boku. Nimm Symbol dafür, Stern. So geil. Ist das die Baumsprache? Die Baumstammsprache? Egal, wir haben den Stern. Dieses Mut-Symbol für dich oder so. Ja, damit kann ich auf jeden Fall leben. Knapp über 8 Minuten, fast 9 Minuten. Das geht. Dann können wir jetzt noch ganz schnell den nächsten abgreifen. Dann müsste auch die Uhr stehen. 7:42. Ja, ich bin zwar aufgestorben, aber ich glaube, hier in dieser Galaxie stirbt man oft. Oh, du hast einen kleinen Boku mitgebracht. Die mag ich wirklich gerne. Da war doch noch irgendwie einer. Er weiß etwas über Kometmünzen, also sei ganz Ohr und stör dich nicht an seinem einfachen Satzbau. Habe ich mich aber schon. Da war doch im letzten Part noch einer neu an Bord gekommen, in der Röhre. Da gehe ich jetzt mal rein. Da ist der Boku, zu dem gehe ich gleich. Oh, da können wir uns was kaufen. Nur 3 Sternteile. Wie viel mal würfeln? Einmal würfeln. Was gibt's denn da? Achso, nee, nee, nee. Oh, da gibt's aber 3 Leben. Komm, einmal machen wir. Auf Spaß. Vielleicht bekomme ich ja 3 Leben.
Aber mit meinem Glück wird das wahrscheinlich nichts. Das ist der Standardtext, den kennen wir. So, und drei. Fick dich. Nö, den hole ich jetzt nicht mit. Den hole ich nicht mit. Oder? Nee. 30 umsonst, egal. So, was hast du denn für uns? Kometmünzen schon gefunden, fleißig sammeln, Komet erscheint. Jede Galaxie, erster Stern. Davor immer eine Kometmünze. Suchen, suchen, Augen auf. Ja, das wissen wir natürlich. Immer im ersten Stern, das wusste ich ja am Anfang noch nicht. Also, ich habe es vergessen oder wusste es nicht mehr genau. Aber er hat es uns jetzt erklärt. Also, die Kometmünze ist immer bei dem ersten Stern. So, dann gehen wir hier mal hin. Flaumwandler-Galaxie, die war live, würde ich jetzt mal behaupten. Da muss man viel mit der Wattwolke arbeiten. Ja, die haben wir ja schon gesehen. Ganz am Anfang. In der ersten Welt, glaube ich sogar. Und damit komme ich ja eigentlich ganz gut zurecht. Die braucht man auch im letzten Level. Ich sag's sehr oft, ich erwähne den letzten Grünstern sehr oft. Weil der so tief in meinem Kopf drin sitzt, so fest. Ja, das war ein großer Fail. Ich lauf einfach mal ins Aus. Ich weiß auch nicht. Der letzte Grünstern, der geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich muss da immer dran denken. Weil der jetzt einfach so behindert ist. Ups, ich bin hier gerade nicht drin. Die wollte ich eigentlich gar nicht schütteln, die Fernbedienung. Nee, nee, nee. Das war dumm. Was ist denn da rechts? Oh, ein Maxi-Pilz. Mist, den kriege ich jetzt nicht. Egal, da kommen wir jetzt hin. Da wäre ich auch so hingekommen. Die gehen mir immer großzügig. So, ich gehe einfach weiter. Oh! Ich mache hier gefährliche Sachen. So, jetzt aber Konzentration, Guna. Mit Wind auf Wolke. Ja, jetzt fährt hier ein Riesenauto vorbei bei uns. Egal. Kometmünze, Kometmünze. Wo bist du? Da muss ich auf jeden Fall lang. Ah ja, genau, da waren die Dinger. Da ist doch irgendwo eine Münze. Eine große, oder? War das? Ah, da oben. Das hätte auch so geklappt. Ah ja, genau. Oh, das ist mir jetzt eigentlich... Egal. Egal, komm, scheiß drauf. Ich habe die Kometmünze noch nicht gesehen, ihr? Ich glaube, die ist da irgendwo. Die müsste da irgendwo sein. Oh, da kann man was kaufen. Ich bin so hungrig. 30, fuck. 30 Münzen. Ja, da habe ich einige verpasst. Oder habe sie nicht eingesammelt, weil ich nicht dran gedacht habe, dass da wieder so ein Planet kommt. Da muss ich halt dann im nächsten Part oder so dann wieder rein. Ist jetzt egal. Ich gehe jetzt nicht auf die 30. Ich gehe auf die 30 zu, ja. Auch noch nicht eigentlich. 22. Ja gut, ich gehe auf die 30 zu. So. Ganz schnell. Oh, ein paar Leben. Fuck. Komm, das geht. Yes, alle. Alle. Ich hab alle Leben. Da war ja sogar noch Zeit. Fuck. Oh Mann, ich hasse das. Wenn ich immer aufladen muss. Doom. Aber für den Part reicht es noch. Ja, klar, in die Wolke, geil. So. Da will ich aber nicht lang. Ich brauche nochmal die Wolke. Das ist manchmal dumm hier, weil man darf nicht schütteln. Deshalb sieht das manchmal so komisch aus. Ich will da keine Dinger verschwenden. So, ich glaube, das muss reichen. Wo ist die Kometmünze? Da, und was ist denn da? Da war ich noch nie. Geh mal runter. Nur ein Leben? Nur ein Leben, okay, immerhin. Dann gehen wir hier mal rauf. Komm ich da hoch überhaupt? Yo, das geht. Scheiß drauf.
bräuchte so einen Hund, ne? Nein. Oh, das war knapp. Wo bin ich denn jetzt hier? Kann man da nicht noch weiter? Habe ich da nicht irgendwas gesehen? Egal, ich glaube, ich muss in den Ring rein. Da ist halt nur die Box noch. Commitments. Ich muss die immer erwähnen, weil ich vergesse die sonst. Dann kann ich mich auch erinnern. Aufpassen, wo ist die Commitments? Die kann hier oben irgendwo sein. Nein. Packe ich wenigstens drauf. Yes. So. Wow. Arschloch. Verpiss dich. Das gibt es nicht. Wie asozial war das denn bitte? Egal, wir sind direkt hier. Ich hasse die Dinger. Die kann ich abschießen, glaube ich. Muss ich mal probieren. Komm, flieg schneller. Gut, da war keine Münze. Okay. Er hat es nicht geschafft. Ich kann mich leider nicht erinnern, wo die war. Geht das? Das. Was haben wir denn da? Yes! Ich bin oben. 3 Leben nur. Oh. Ich hätte aber lieber hier die Münze gehabt. Wie komme ich denn wieder zurück? Ich muss jetzt auf gut Glück haben, dann das nicht irgendwie machen. Nee. Oh, sehr schön. Hat geklappt. Wie, kein Wind? Wo ist denn hier? Warum ist hier kein Wind? Ah, da ist wieder Wind. Der Wind. Oh, nee, nee, nee. Da ist die Münze. War ich am Checkpoint nochmal? Dumme Stelle. Dumme Stelle. Fuck, ich muss das wieder machen. Aber hier habe ich ja 3 Leben eingesammelt. Ist auch kein Problem. Aber das könnte wieder ein bisschen dauern. Muss ich jetzt hier ein bisschen schneller machen. Auf die Leben gehe ich jetzt nicht mehr. Komm, mach jetzt hin. Zack, so macht man das. So, bisschen professioneller arbeiten hier. So. Wart's direkt in die Wolke. So, wie mach ich das? So, jetzt. Geh hoch, geh hoch. Gut, nicht zerquetschen. Komm, 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 mach auf. Mach doch mal auf. Oh, das könnte eng werden. Das könnte eng werden. Eng ist dehnbar. Nein. Geh runter, geh runter. Gott sei Dank. So, jetzt muss ich nur durch. Die Commitments habe ich. Komm, geh hoch. Geh hoch, geh hoch. Das geht, das geht, das geht. Wunderschön. Da ist der Stern. Zack, mit der Kometmünze. Wunderbar. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Nur einmal gestorben da. Aber man merkt, ich sterbe schon sehr oft jetzt hier mittlerweile. Ist ja schon Welt 3. Das war am Anfang natürlich anders. Da war es nur aus Konzentration, bin ich da oft gestorben. Eben auch, wo ich einfach ins ausgelaufen bin. Egal, das passiert. Oh, ich glaube, eine Münze hat gefehlt. Und wir können noch weiterfliegen. Geil. Wieder eine Menge Möglichkeiten. Oh, Luigi. Oh, hallo, Bruderherz. Dreimal darfst du raten, ich helfe dir von nun an nach den Powersternen zu suchen. Also sprich mich einfach an, wenn du mich in einer Galaxie dort draußen treffen solltest. Dann bin ich an der Reihe, das Universum zu retten. Ja, man kann Luigi, wie gesagt, spielen. Der kann weiterspringen. Aber ist, glaube ich, irgendwie langsamer. Also, dem sein Hechtsprung ist besser. Da erreicht man manche Ziele besser. Aber ich glaube, er ist langsamer. Ups. Nein, 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 nein. Okay. Ich denke, wir werden größtenteils mit Mario weiterspielen. Bei ein paar grünen Sternen werden wir Luigi einsetzen. Weil, wie gesagt, er weiterspringen kann. So, dann war's das für den Part. Wir sehen uns im nächsten. Macht's gut und ciao, ciao.